ein Baudenkmal. Ein vom Heimatschutz ausgezeichnetes Hotel. Ein Ort der Kunst, ein Raum für Musik, eine Terrasse des Genießens, ein Arbeitsort. Ein Haus des Verweilens, eine Erinnerung an die Hochblüte der Industrie. Ein Platz der Begegnung, eine Traumdestination der Flaneure, eine Aussicht auf eine Stadt der weiten Horizonte, ein Versprechen für ein urbanes Arbeiten, ein Gesprächsthema. Hier in Paris und Berlin eine Bleibe für Sommertage am See. Ein Aussichtspunkt für Fern- und Heimweh. Eine Folge von Zimmern für Liebende. Ein Floß im Meer des Alltags, eine Wolke der Poesie. Ein Augenblick der Freude. Ein Moment der Hoffnung, ein Habitat der Vielfalt. Ein Lebensschloss für Wünsche, ein Tisch für Wandernde, wunderbar. Eine wunderbar. Es war. Es war die wunderbar. Es war wunderbar. Sie haben gesagt, der Text ist von Ihnen. Was hat Sie mit der Wunderbar verbunden? Oder warum haben Sie den Text geschrieben? Ich bin hierher gezogen, als die Wunderbar neu aufgegangen ist und habe mir gesagt, wenn die Wunderbar da ist, dann ziehe auch ich nach Arbeit. Und jetzt sind Sie traurig. Ja, mein Mann hat sich ein Leben lang dafür, also ein Leben lang, am Ende seines Lebens ganz stark für die Wunderbar eingesetzt. Ja, es war ein schöner Ort. Ja, die Aktion heute, wie ist die zustande gekommen? Jetzt spontan, dass wir gedacht haben, machen noch etwas. Man geht nicht einfach sang- und klanglos wieder zum nächsten Punkt über. Man macht mal einen Moment der Besinnung, eine Pause, sich erinnern, was war. Ja, also als ich finde es gut, dass ich das hier mache, bin auch ehemaliger Gast hier und finde es schade, dass dieses Denkmal auch irgendwo, ich sage es vielleicht mal, geopfert wird, weil es halt andere Interessen hat, die vielleicht die Kapitalkraft der Wunderbar übersteigen. Ja, und das Denkmal, das ist natürlich ein Denkmal der Industriegeschichte. Und ja. Wenn Arbon dieses Industriemuseum schon bekommt, sollte dieser Ort natürlich auch bleiben. In irgendeiner Form. Danke vielmal. Ein Arbeitsraum. Ein Lebensschloss für Wünsche. Ein Tisch für Wandernde. Wunderbar. Eine Bleibe für Sommertage am See. Es war die Wunderbar.